Wir haben uns sehr frühzeitig dafür entschieden, jetzt hier in Konstanz auch in den Stadtgarten zu gehen. Ursprünglich war ja Marktstätte und Hafen immer der Standort vom Weihnachtsmarkt. Hier im Stadtgarten haben wir die Möglichkeit, eben den Markt Corona-konform 2G durchzuführen. Wir haben große Schleusen, wo wir den Status abprüfen können. Wir haben auch ein sehr weitläufiges Areal. Wir sind direkt am Wasser dran. Von daher, wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung mit dem Konstanzer Adventsbändchen jetzt und der Kooperation mit Singen und Radolfzell. Ist natürlich wunderbar, weil das dem Gast natürlich auch einen Mehrwert beschert. Das heißt, er, wenn er will, ist ja alles ein Kann, wenn er will, bekommt er hier bei uns das Adventsbändchen und mit dem kann er dann wiederum auch auf den Markt in Radolfzell oder auch in Singen gehen oder eben dann auch, wenn die Warnstufe dann kommt, im Einzelhandel eben relativ problemlos den Einzelhandel dort auch besuchen. Ja, wir freuen uns, dass mit dem neuen Bändel, was jetzt ins Leben gerufen wird, was für die Weihnachtsmärkte Konstanz, Singen, Radolfzell gilt, wir auch einen Doppelnutzen haben werden. Einmal, dass die Besucher auf alle Weihnachtsmärkte, wenn sie einmal überprüft worden sind, 2G gehen können und zugleich, dass das Bändel auch im Handel genutzt werden kann, um schnell passieren zu können. Wir freuen uns, dass mit der Bändellösung wir einfach eine hohe Sicherheit auch nochmal für die Gäste der Veranstaltung Advent am Konzertsegel möglich machen können und zusätzlich auch den Handel im Weihnachtsgeschäft unterstützen können, wenn dann die 3G-Regelung in der Alarmstufe auch im Handel gilt. Okay. 2G-Check ist relativ einfach. Einfach Handy an den Scanner halten, dann ist später hier ein Bildschirm, der wird grün und dann kann ich rein und dann direkt noch Sicherheitspersonal, was eventuell noch den Ausweis dann noch bekommt.